Ich durfte vor kurzem das Musikvideo Laika von Hexa drehen und schneiden und ich dachte, ich gebe euch mal eine Tour. Gedreht haben wir das Ganze natürlich in Leipzig. Bei Salto Florale, ich bin Birgit und das ist mein wilder Blumenladen hier mitten in der Innenstadt. Der im Untergrund ein richtig geiles Kellergewölbe hat, mit super viel Deko und einer verdammt hübschen Kulisse. Und dieses Kellergewölbe haben wir ordentlich zugehazt, weil mit der Blackmagic Pocket 4K gedreht wurde und die nicht unbedingt die krasseste Tiefenunschärfe hat. Außerdem sieht man durch den Haze super cool die Lichtstrahlen, die ich natürlich im Color Grade mit einem Glow-Effekt auch ein bisschen mehr rausgeholt habe. Bei diesem Shot hier habe ich zwei LED-Tubes auf den Boden gelegt, um das schöne Catchlight zu bekommen. Um der weißen Wand im Hintergrund ein bisschen Farbe zu geben, habe ich das Ganze mit einem RGB-Panel angestrahlt. Und der Farbkontrast kommt vor allen Dingen daher, dass der Halogenscheinwerfer fett in sein Gesicht brezelt. Sorry, Kumpel. Für die Einstiegsszene mit dem Detektiv habe ich ein kleines LED-Licht blau blinken lassen. Und für die Szene, wo Hexa am Boden liegt, haben wir das Licht von hinten gesetzt für eine schöne harte Kante. Und haben es anschließend gebounced. Zusammengeschnitten, Color Grade gegeben und dann noch den Pixel Sorting Glitch draufgepackt. Ein weiteres Video dazu habe ich dir in den obersten Kommentar verlinkt. Und so sieht es am Ende aus. Lächle bekifft in die Leica, seh genau wie es weitergeht. Habe die Technik gemeistert, renn auf dem Beat wie ein Leichtathlet. Jeder will Stücke vom Fleisch da, während ich mir einfach Seiter nehme. Mache den Kreis immer kleiner, nur noch Ayuna und 3 BC.